Also mega schwer ist das nicht, wenn man sich hier die Zeit lässt. Wenn man hier durchrushen will, dann hat man natürlich Probleme. Weil das geht hier einfach nicht. Aber wenn man sich Zeit lässt, dann ist das Ding voll machbar. Komisch, dass man nur bei dem Wasserviechern Schaden nimmt. Ich glaube, liegt daran, dass wir keine... Also, dass wir zwar unter Wasser atmen können, aber wir haben halt nicht so wie gegen Elektrofeuer oder Gift so eine wirkliche Immunität. Das heißt, wenn der seine Sachen loslässt, dann kriegen wir die schon ab. Also, ihr sollt euch den Scheiß da schleppen, ihr sollt das Viech hier kaputt machen, so. Da oben haben wir noch ein Elektroteil. Beziehungsweise interessiert uns ja gar nicht, oder? Und die Schätze sind die alle da hinten. Das heißt, da haben wir noch ein Feuerviech und da haben wir noch ein Feuerviech. Also seid ihr gefragt. Kommt. Kommt. Schafft er schon. Ja, das schafft er. Komm. Komm hoch. Komm. So ist fein. Ah! Er stand so bescheuert da an der Kante. Nein, nicht das rote, das lilane wegwerfen. So. Ach, kommt schon. Wir haben jetzt schon lange genug hier rumgegammelt. Jetzt müsst ihr hier nicht auch noch Stunden brauchen, um da hochzukommen. Geh doch nicht immer zur Kante, wenn wir dich angreifen. Jetzt geh doch nicht in unsere anderen Pikmin, wenn wir dich angreifen. Nein, das sind den Frieden. Oh Gott, das sind den Frieden. Ihr seid so doof. Der grillt euch doch. So. Mal neu aufteilen, mal neu die Roten holen. Und jetzt ist es zum Glück nicht im Kürbis drin. Wir können dich jetzt angreifen. Wow, ein Wunder ist geschehen, es hat funktioniert. So, und jetzt noch eins. Neben der Puppe da hinten. Hallo? Hallo? Ihr schafft das auch. Eure Kumpels habt auch geschafft. Kommt ihr hier auch hoch? Na, also. Kamera, jetzt bitte hier nicht rumspacken. Wir haben genug Zeit investiert in dieses Level. So. Gut, jetzt müssen wir noch hier runter. Könnt ihr noch alle mitkommen? Könnt dann alle erstmal das Ding hier schleppen. Das ist ein Riesenkürbis und wer jetzt gerade nicht damit beteiligt ist. Nein, ihr müsst nicht unbedingt alle. Wenn ich euch dahin werfe, tragt ihr das Ding dann? Nein, dafür seid ihr zu inkompetent, das zu checken. Dass 2 Meter von euch irgendjemand Hilfe brauchen könnte. Kürbis, oder auch genannt besessener Kürbis. Oh, ja. Natürlich. Jetzt helft da mal mit. Ist ja nun doch schon offensichtlich gewesen, dass sie da Hilfe brauchen könnten. So, und wehe, ihr schleppt das jetzt bei dem da vorbei. Ihr könnt hier einfach runter, so wie ich es mache. So. Ja? Macht ihr das? Nein, weil sie doof sind. Zum Glück habe ich den Weg schon komplett abgeklärt. Das heißt, wenn das Viech da hinten nicht auf die Idee kommt, hier runter zu springen, dann funktioniert das. Ich habe keine Ahnung, wie ich das neue Metal Gear finden soll, weil ich noch kein Metal Gear gespielt habe.
Deswegen kann ich auch zum neuen Metal Gear nicht sagen, weil es mich einfach so null interessiert bislang. Also, was heißt interessieren, tut es mich schon, aber es... Die meisten Trailer, die gezeigt wurden, die waren halt so auf Atmosphäre gesetzt, weil man die Charaktere irgendwie kennen soll. Und ich kenne sie nicht. Deswegen, ja. Ich habe tatsächlich für die Vita, gab es ja mal kostenlos die Metal Gear HD Collection, oder beziehungsweise die, weil es ja keine HD, oder? Kann die Vita HD? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall die Collection, die es dafür gab. Und das habe ich mal angespielt, aber ich kann es nicht. Also ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es gibt ja auch keine wirklich extrem gute Anleitung für. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe den ersten wirklichen Bossgegner, sage ich mal in Anführungszeichen, in Metal Gear Solid 2 war das, glaube ich. Einfach nicht. Es geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Vor allen anderen Gegnern konnte ich davonrennen. Und das ist der erste Gegner, den man besiegen muss. Und ich krieg's einfach nicht hin. Bis ich auf ihn gezielt habe, hat er mich schon längst umgeballert. Also, geht nicht. Keine Ahnung. Ein Schwitzkasten. Vielleicht habe ich auch einfach die Spielmechanik nicht wirklich verstanden, aber... Ich hatte bislang halt auch noch nicht wirklich so die... Intention, das Ganze auch wirklich komplett spielen zu wollen, weil, naja, wie gesagt, fehlt mir halt so ein bisschen auch der Nostalgiebonus, den diese Reihe dann mitbringt, weil die alten Teile sind halt auch schon ein gewisses, ja, Alter haben sie halt schon bekommen, ne? Also, die sind auch schon irgendwie, man kann sie alt nennen, das ist, glaube ich, die beste Ausdrucksweise. Und deswegen, hast du das mit dem Karton gesehen? Ja, gut. Ich glaube, das war nicht so mega ernst, ne? Das, der Sony-Stream da. Also, ich glaube, das war schon beabsichtigt so, dass das Ding jetzt nicht so... dass das mit dem Karton so ein kleiner Spaß sein soll, den man dann auch quasi im Ingame benutzen kann, aber nicht muss. Das heißt, wenn man das Spiel wirklich ernst, storymäßig und so spielen will, dann kann man das lassen. Wenn nicht, dann kann man das mitnehmen. So, wir sind jetzt im Sublevel... 9. Das heißt, wir können jetzt hier nach oben und alles, was wir bis jetzt gemacht haben, safen. Wir können aber auch weiter und wir haben halt noch 69 Pikmin, ne? Jetzt ist die Frage, gehen wir das Risiko ein? Und gehen weiter? Und schaffen es dann eventuell in einem Rutsch? Oder gehen wir zurück und safen das halt, was wir jetzt bislang haben? Ich glaube, ich gehe tatsächlich das Risiko ein, weil wir noch so viele Pikmin haben. Das war tatsächlich weitergehen. Könnte jetzt ein Riesenfehler gewesen sein. Ich hoffe mal, es war kein Riesenfehler. Oh Gott, hier braucht man viele blaue Pikmin. Es war, glaube ich, ein Fehler. Ich hoffe, dass vom Finale, also vom Boss, auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit kommt, nach oben zurückkehren zu können. Oh Gott, so ein Laserviech. Ernsthaft? Seid ihr denn behindert? Wer ist denn auf die scheiß Idee gekommen? Ach du Scheiße. Jetzt schießt er auch noch drauf. Ja, nee, ist klar. Okay, ich glaube, es ist gelaufen. Ich glaube, es ist vorbei. Ach du Kacke. Jetzt hier nur die blauen, verdammt. Ah! So kotzen. Dann sterben halt die beiden Weißen, ist mir jetzt egal. So, rettet die mal kurz. Auch ruhig dran hängen bleiben. So. Das regeneriert sich ja gerne mal, deswegen transportiert es mal ab.
Wo ist denn hier der Schatz, bitte? Hast du den Schatz? Du hast den Schatz, alles klar. Du spuckst jetzt also Feuer im Wasser, sehe ich das gerade richtig? Oh Gott! Ihr seid so blöd, ihr gelben Drecksviecher! Sorry, aber selber schuld, Gabe. Selber schuld. Selber schuld. Wir haben jetzt nur noch drei blaue. Ne, da oben sind noch ein paar. Ja, selber schuld, Gabe, habe ich doch schon gesagt. Wenn du selber ins Wasser rennst, dann können wir da jetzt nichts mehr dran ändern. Ihr seid so doof. Warum bleibt ihr denn auf dem Stehen? Das Wichtigste ist, dass erstmal der Frosch stirbt. Und jetzt hat dieses Viech unsere Blauen. Wir können ihm mit keinem anderen Pigment Schaden machen. Außer mit diesem einen. Wenn alle anderen in ihm drin stecken. Die überhaupt hinkommen können. Es geht, es dauert halt nur. Wir müssen halt nur verhindern, dass dieses Pigment auch noch aufgesaugt wird. Sonst sind alle Pigment verloren. Aber ich glaube, wir haben jetzt ja nur noch vier Pigment. Das wird nicht reichen, um den Schatz abzutransportieren, ne? Den das Viech dann droppt. Achso, ich habe schon länger nicht mehr auf den Chat geachtet, tut mir leid. Ich würde mich schon auf ein neues Sly freuen, ja. Aber es gibt andere Spiele, auf die ich mich momentan mehr freuen würde, weil Sly 4 war gut, aber ist jetzt nicht mein favorite game of all time. Also es gibt Spiele, die mich mehr unterhalten haben, sagen wir es mal so. Und es wird ja auch ein neues Sly kommen, das ist ja bereits bestätigt, also mehr oder weniger bestätigt. Einerseits das Secret Ending von Teil 4 und andererseits dadurch, dass Sanzaro Games an einem neuen Exklusivtitel für Sony arbeitet, das ist ja bereits, bestätigt worden. Was soll das sonst sein, bitte? Ach, wir haben da hinten noch drei blaue... Warte. Nein, 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 nein. So, mit 4 haben wir natürlich schon eine größere Chance. Da hinten ist noch einer. 5. Mit 5 Pikmin besteht natürlich durchaus die Chance, das Viech da noch zu erledigen. Oh, hat es jetzt gerade alle gefressen, die es aufgesaugt hat. Das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, jetzt die Chance wieder sehr niedrig, dass wir es schaffen könnten, den Schatz abzutransportieren, den es droppt. Aber ich möchte die Chance zumindest wahren. Also ich möchte zumindest sehen, dass es nicht klappt.
Jetzt hat er schon wieder eins gefressen. Die hingen doch alle an ihm dran. Wie kann er das denn fressen? Oh oh. Schon wieder zwei. Jetzt haben wir nur noch zwei. Jetzt ist es wieder gleich vorbei. Ah, das kann doch nicht wahr sein, ey. Geh doch einfach drauf. So, wenn ich einen Moment warte und es anfängt zu saugen, dann können die da oben ein bisschen länger drauf rumkloppen. Also warten und dann schmeißen. Warten und dann schmeißen. Komm, 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 komm. Und noch ein letztes Mal warten und dann schmeißen. Was ist? Ich bin gerade eben eins gestorben? Die sind drei gestorben. Oh Gott. Wie viele müssen da schleppen? Alles klar, 15. 15, ernsthaft? Was ist denn das? Wie soll ich denn jetzt 15 blaue herbekommen? Ich glaube, die haben sie nicht alle. Ja gut, dann müssen wir hier auf jeden Fall nochmal neu rein mit mehr blauen. Wir gehen mal ins Sublevel 11. 15 blaue. So. Bau der Träume, Sublevel Nummer 11. Unsere Pikmin sind jetzt nicht mehr so in mega super Zahl vorhanden hier. Gerade nur noch 55. Ich habe Angst, dass ich mich hier tatsächlich ein bisschen überschätzt habe. Und weitergegangen bin und nicht die Schätze, die ich vorher hatte, erstmal gesaved habe. Okay, hier ist eine Menge los, aber hier ist kein Schatz. Das hat bestimmt was mit dir zu tun, richtig? Du willst uns doch bestimmt unseren Schatz klauen. Das lasse ich nicht zu. So. Da hinten ist der Schatz. Oh Mann. So, euch klein mache ich nicht genug Schaden, ne? Oh Gott, das sind so viele Sachen hier. So viele Gegner. Da ist noch ein Schatz. Lass mich in Frieden. Ich habe hier gerade andere Sachen zu tun. Aber wie machen wir es jetzt am schlauesten? Erstmal das da killen. Das hat keins gekriegt, sehr schön. Oh, da ist ein weißes Typ reingerannt, schade eigentlich. So, mit den Hindern betäuben. Dann Schaden machen ohne Ende. Dann haben wir auch das platt gemacht. Dann ist da hinten. Alles klar. Nur nicht in den Elektrozaun reinrennen, das ist das Wichtigste. Und dann natürlich hier bleiben. So. Die gerne betäuben und der Rest macht den platt. Jetzt nochmal. Und weg. Dann könnt ihr den Ausgang aufmachen, falls noch irgendwas komplett schief läuft hier. Dass wir uns immerhin noch selbst retten können. Alles klar. Dann können die Gelben den Elektrozaun kaputt machen. Und die Weißen das Gift. So, da hinten ist noch mehr Gift, verdammt.
Hier werden die Pikmin bestimmt den Schatz lang tragen, deswegen muss ich das Gift hier wegmachen. Und dann war hier noch ein roten, also ein Feuerviech. Und löschen. Und drauf. Wunderbar. Bleibt nur noch das hier eigentlich. So, noch einmal Gift. Und dann weg damit. Die anderen können da hinten hin. Dann trag dir den Quatsch da mal. Ihr tragt den Quatsch da mal. Dann schauen wir noch, wie das heißt. Und dann fehlt uns eigentlich nur ein Schatz in diesem Level. Oder in diesem kompletten Dungeon. Dafür brauchen wir mehr blaue. Das nennt sich ein gelber Zungentyrann. Aha. Natürlich, gelber Zungentyrann. Wer kommt nicht auf diesen Namen? Schleppt ihr hier einen Keks? Ne, sieht aus wie so ein Bujangstein, ne? Ja, dann helft denen doch mal hier so. Geht schneller. Ein Schlussstein. Okay, ist wahrscheinlich kein Bujangstein, sondern ein Stein von irgendeinem anderen Spiel, wo das eventuell das Ende sein könnte. Und ich kenne es nicht, weil es ein japanisches Spiel ist. Gehen wir in Sublevel 12. So, keine Ahnung, wie viele Sublevel das Ding haben wird. Aber ich hoffe mal nicht zu viele.